Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. "2022 hatten wir The Sadness. Also, was kommt dann 2023? The Happiness, the Kindness, the Friendliness oder Zombies, die auf einem Gefängnistransporter schnetzeln. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei, wenn ich an die anderen Alternativen denke, wie Tinky Winky und den Teletubbies, nein, da nehme ich lieber die Zombie-Schnetzelei. Und ganz ehrlich, ich hätte es mir kaum in meinen kühnsten Träumen träumen lassen, dass es nach dem absoluten koreanischen Reißer The Sadness aus dem Jahr 2022 tatsächlich schon ein Jahr später den nächsten absolut gehypten koreanischen Reißer gibt, nämlich Project Wolf Hunting. Ein Film, auf den ich persönlich extrem gespannt bin. Spoiler-Alarm, wenn ich mit diesem Sammlungsupdate fertig bin in circa 15 Minuten, wird diese Blu-ray auch volley von diesem Tisch in meinen Player wandern. Weil auf diesen Film bin ich extrem gehypt. Ich habe schon viel darüber gelesen, eben beispielsweise von den Kollegen vom Art of Horror Magazin oder von den Leuten, die den Film damals im Kino gesehen haben, beziehungsweise alleine von den Leuten, die ihm bei der FSK eine Freigabe erteilen hätten sollen, aber das nicht wollten, weil sie gedacht haben, aber das ist so einer von diesen bösen Filmen. Dann, das reicht meistens schon, um einen zu hypen. Aber Project Wolf Hunting könnte tatsächlich einer von diesen Filmen sein, der diesem Hype definitiv gerecht werden kann und der eben nicht einfach nur ein, oh, der Film ist brutal, Titel ist, sondern der auch mit Qualität dann in unseren Gedächtnissen bleiben kann. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir von K-Bright auch diesen Film ungeschnitten bei uns bekommen haben. Der Film lief eigentlich genauso wie The Sadness, dann in den Kinos ungeschnitten mit einer FSK-Freigabe, nachdem man das Ganze eben beeinsprucht hat. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber ich glaube schon. Und erscheint jetzt dann allerdings im Mediabook trotzdem nur mit BioJK-Freigabe, weil da war man dann nicht mehr so gnädig. Keine schwere Jugendgefährdung hat's geheißen. Und man hat hier auf dem Frontcover, das man übrigens bei diesem Mediabook hier wieder sehr schön an dieses an diese Lederoptik und Lederhaptik von einigen anderen coolen Mediabooks angepassten Look. Dann bekommen wir hier ein Cover-Artwork, das einem klassischen Postermotiv von dem Film nachempfunden ist, das wir eben auch in den deutschen Kinos gesehen haben. Dieselben Ausschnitte von den Gesichtern gibt es ja eben auch bei einem koreanischen Originalposter, aber da war dann hier noch teilweise ein bisschen mehr los. Da hat sich K-Bright hier eher wieder für ein dezenteres Motiv entschieden. Auf dem Kinoplakat waren ja hier noch einige Zitate. Das finde ich sogar fast ohne diese Zitate wesentlich cooler. Vor allem, weil ich finde, dass dadurch eben einerseits dieses zersplitterte, zerrissene, zusammengenähte, beziehungsweise eben auch hier zerstörte in eben Zusammenspiel mit diesem eben lederhautartigen Finish von diesem Mediabook absolut genial zusammenspielt und absolut genial zusammenpasst. Das hat K-Bright, oh wow, auf jeden Fall großartig gemacht. Auch auf dem Packcover erwartet uns ein wildes Bild aus diesem Film. Auch da natürlich weiterhin fortgesetzt dieser Ledereffekt, diese Lederoptik und Haptik von diesem Mediabook. Beziehungsweise da muss man echt sagen, also dass das jetzt kein Design ist und kein Charakter ist, wo wahrscheinlich die FSK sagt, ja, ab 6, das ist mir dann schon auch irgendwie klar. Wir können dann, ach ja, bevor wir ins Innere von dem Mediabook schauen, einmal kurz auf dieses Backcover-Blatt noch einen Blick werfen wir. K-Bright hat ja in letzter Zeit wieder mal tonnenweise Titel angekündigt. Da fehlen mir mittlerweile schon wieder einige in meinem vollständigen K-Bright-Regal. Aber vielleicht noch einmal hier einen kurzen Blick auf die Inhaltsangabe des Films, auf einzelne der Bilder, Kritikerzitate beziehungsweise sonstigen Informationen. Wir können dann ins Innere schauen. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass K-Bright die Sachen irgendwie absichtlich macht. So, hey, wir haben einen Release, der ist perfekt, aber
Das gönnen wir uns. Nein, machen sie natürlich nicht. Aber was mich ein bisschen ärgert, ist, dass K-Bread dann schon immer wieder ein Label ist, das sich immer wieder dieselben Fehler leistet und vor allem auch dieselben doofen Fehler leistet. Erinnert ihr euch vielleicht noch an mein relativ altes Unboxing aus der Lockdown-Zeit zu dem Titel A Good Woman is Hard to Find, wo es K-Bread irgendwie geschafft hat, dass das Disc-Artwork und das Innendesign, wo das Disc-Artwork eigentlich heraus entsteht, bringen soll, so nicht zusammengepasst hat, dass das einfach nur crazy und creepy ausgeschaut hat. Warum muss genau das wieder passieren? Warum hat man hier nicht irgendwie besser Das ist natürlich ein interessanter Outtake in dem Fall, weil nein, das ist nicht der Fehler von K-Bleit. Und nein, ich bin übrigens jetzt nicht der Erste gewesen, der sich drüber aufgeregt hat oder in meinem Fall natürlich nur so getan hat, als hätte. Nein, das glaubt man keine Sau. Nein, diese Tatsache, dass diese Lippen hier so wie bei A Good Woman is Hard to Find nicht zusammenpassen. Das passt zusammen, weil das gehört zu diesem Motiv. Wir haben eben hier dieses Frankensteinsche Gesichtskonglomerat, wo es eben auch hier zu diesem Unterschied zwischen diesen Lippen kommt, dass das Ganze natürlich auf den ersten Blick dann ein bisschen irritierend ist, wenn wir dann einen Teil von diesem Artwork auf der Blu-ray haben und das hier tatsächlich wirklich absolut perfekt. Das Design vom Innenartwork übernimmt, wie man hier sieht, nur allerdings daneben dann die Lippen von einem anderen Körperteil sieht. Das kann einen schon aus der Bahn werfen, aber glücklicherweise kommen ja manche Leute dann noch rechtzeitig drauf. Auf der anderen Seite haben wir wieder ein durchgehendes Artwork hier ganz offensichtlich von einem Endboss aus dem Resident Evil Universum, wobei auch hier einige Körperteile dann so ein bisschen zusammengetackert sind. Auch hier der Teil, der auf die Disc übergeht, ein bisschen unspektakulärer, aber auch hier absolut perfekt das Ganze in das Innenartwork von diesem Mediabook eingebaut und natürlich eben wie von Cable bleibt gewohnt, auch hier ein extrem hochwertig verarbeitetes Mediabook. Gespannt bin ich auch in dem Fall, was wir hier im Inneren sehen. Vor allem, weil ich wirklich noch so gut wie keine Bildausschnitte aus dem Film wirklich kenne. Wir sehen im Booklet dann eben ganz offensichtlich überwiegend ein Interview mit dem Regisseur. Schön finde ich eben, dass so quasi diese Nähte und diese Frankensteinsche Human Centipede Optik dann eben auch hier im Booklet überhand genommen hat, dass das eben wirklich ein schönes, durchgehendes Design ist. Aber ich muss echt sagen, das ist ein edles, ansprechendes, sehr schön konzipiertes Mediabook von Cape Light zu einem Film, auf den ich persönlich wirklich gespannter nicht sein kann.